Warte, Achtung und Foto. Ah, oh, was ist das? Total unscharf, scheiß Kamera. Pfah. Das Problem liegt nicht an deiner Kamera, sondern lediglich nur an der Kameraeinstellung. Und genau darum geht's heute. Heute geht es um die Verschlusszeit. Herzlich willkommen in diesem Video. Was ist die Verschlusszeit? Worum geht es bei der Verschlusszeit? Und was macht diese Verschlusszeit? Um das herauszufinden, müssen wir mal wissen, was der Verschluss eigentlich ist und wo er sich befindet. Befindet sich der Verschluss im Objektiv oder in der Kamera? Wo ist eigentlich dieser Verschluss? Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch hat diesen Verschluss mindestens einmal in seinem Leben schon gehört. Und zwar geht es um dieses Geräusch. Das ist der Verschluss. Und wir checken jetzt mal ab, wo dieser Verschluss ist. Ich schraube hierfür das Objektiv ab. Und aha, machen wir es nochmal. Ah, der Verschluss ist also in der Kamera. Und ich verrate dir jetzt noch was. Man kann diesen Verschluss sogar sehen. Der befindet sich ganz vorne und jedes Mal, wenn ich drauf drücke, dann geht diese Klappe, das ist eine kleine Klappe in der Kamera ganz vorne, wo das Objektiv vorne dran kommt. Dann geht sie nach oben und wieder nach unten. Das geht ganz, ganz schnell. Man kann das auch sehen, wenn man drauf schaut. Zack, der wippt nach oben und nach unten. Und genau das ist der Verschluss. Und der Verschluss, er bestimmt, wie viel oder wie lange das Licht durch die Kamera auf den Sensor drauf strahlt. Also das ist wie ein kleiner Türsteher, der bestimmt, wie viele Gäste in einen Club rein dürfen und wann er dann zumacht und sagt, du kommst doch nicht rein. Und genau das macht der Verschluss auch. Nur, dass du bestimmen kannst, wie lange er offen bleibt und wann er sich wieder schließt. Und der Verschluss ist verantwortlich für die Belichtung des Bildes. Du kannst mit einer kurzen Verschlusszeit das Bild dünkler machen und mit einer längeren Verschlusszeit machst du das Bild heller. Das ist dieser Wert hinten, wenn man auf das Display der Kamera sieht, links oben bei der Canon, da steht so 1/100. Und das ist diese Verschlusszeit, das bedeutet 1/100 Sekunden. Das heißt, der Verschluss bleibt 1/100 Sekunden geöffnet. Und wenn ich diesen Wert verstelle, indem ich den Regler hier oben nach links drehe, wird die Zahl kleiner. Das bedeutet, dass der Verschluss länger offen bleibt. Weil hier haben wir zum Beispiel 1/40 Sekunden. Und wenn ich jetzt noch weiter nach links gehe, haben wir schon 1/20 Sekunden. Und wenn ich jetzt noch weiter nach links gehe, dann komme ich über den Nullwert, dann sind dann neben der Null zwei kleine Striche. Und das bedeutet dann Langzeitbelichtung. Und diese Langzeitbelichtung verwendet man dann für kreative Aufnahmen in der Nacht oder auch am Tag. Mehr dazu im nächsten Video. Da mache ich ein eigenes Tutorial darüber, wie man diese Langzeitbelichtung kreativ einsetzt. Und wenn ich den Regler jetzt nach rechts drehe, dann wird die Zahl wieder größer. Das bedeutet, dass die Verschlusszeit kleiner wird. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 1/1000 Sekunden. Und desto größer die Zahl wird, desto kürzer die Verschlusszeit. Und die ist dann verantwortlich dafür, dass das Bild schärfer wird. Also man kann jetzt zum Beispiel sehr gute Sportaufnahmen machen mit dieser Einstellung 1/1250 Sekunden. Und wenn die Objekte bzw. Motive sich noch schneller bewegen, dann geht man einfach nach rechts und erhöht diesen Wert. 1/4000 Sekunden zum Beispiel. Und da habe ich euch zusammengefasst, wie man für welche Motive ungefähr welche Zahl verwendet. Und zwar verwendet man gerne bei Spaziergänger ca. 125 Sekunden, bei Jogger 1/250 Sekunden, bei Kinder oder Radfahrer, die sich halt noch schneller und hektischer bewegen, erhöht man diesen Wert schon auf 1/500 Sekunden, Hunde in Bewegung 1/1000 Sekunden. Desto näher das Objekt ist, desto kürzer muss auch die Belichtungszeit sein. Belichtungszeit ist übrigens gleich Verschlusszeit oder Shutter Speed im Englischen. Und da gibt es eine Faustregel für die Verschlusszeit. Die Verschlusszeit muss mindestens gleich groß sein der Brennweite, mit der ihr fotografiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brennweite von 50 mm eingestellt habe, muss die Verschlusszeit auch mindestens 1/50 betragen. Wenn ich jetzt mit einer Brennweite von 135 fotografiere, muss diese Verschlusszeit auch über diesen Wert von 135 gehen. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel ein
160 Sekunden. Wichtig ist auch, dass man sich da quasi richtig abstimmt mit der Verschlusszeit und der Blende und dem ISO-Wert. Wenn das Bild zu dunkel ist, dann kann man mit der Blende bzw. auch mit dem ISO-Wert noch nachhelfen. Wenn die Verschlusszeit zu lange eingestellt ist, kann es durchaus passieren, dass das Bild zu überbelichtet ist und unscharf verschwommen. Wenn die Belichtungszeit zu kurz gewählt ist, dann ist das Bild zwar scharf, aber wiederum zu dunkel. Die Verschlusszeit ist also verantwortlich für die Belichtung, für die Ausleuchtung des Bildes. Die Verschlusszeit ist wichtig für die Bildschärfe, also je nachdem, ob man ein Motiv in Bewegung fotografieren möchte oder ob man es auch wirklich eingefroren haben möchte. Da kann man zum Beispiel sehr, sehr gut Regentropfen oder den Regen an sich in der Luft einfrieren mit einer kurzen Belichtungszeit, das heißt, die Zahl muss höher sein. Und man könnte aber zum Beispiel auch einen Wasserfall mit einer lange Belichtungszeit, also mit einer kleinen Zahl, so abfotografieren, dass er aussieht wie ein seidener Vorhang. Das ist die Belichtungszeit an sich. Die ist auch wiederum wichtig für die kreative Bildgestaltung. Man kann da eben sehr, sehr schöne Nachtaufnahmen machen. Zudem das nächste Mal. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr schon alles mit der Verschlusszeit so angestellt habt. Postet mir, schickt mir vielleicht ein Bild über Langzeitbelichtungen in der Nacht. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fotografieren und bis zur nächsten Folge Fotografieren kapieren.